Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld, lieben. Und jo, hier zur Kolonie. Wir bauen mittlerweile unsere eigenen Bauteile. Eine feine Sache ist das. Deswegen können wir hier jetzt auch endlich, ja, so eine automatische Tür hinbauen. Das werden wir jetzt auch tun. Und das war ja hier bei den Strukturen. Automatiktür aus Granit. Kommt da mal hier hin. Ein. Das werden wir jetzt durchgehend machen überall. Das kann alles abgerissen werden. Nur mal kurz schauen mit dem Strom. Stromkabel laufen hier auch überall. Sehr schön. Ups. Hier wird jetzt fleißig gebaut. Lass mal schneller. Achso, Großhändler von Itinium. Die will ich mal nicht verpassen. Ach, die kommen hier rein. Aha. Da bin ich mal gespannt, was sie da haben für uns. Doch so ein besseres Managing Table, ne? Manager Tisch. Ein Manager Tisch. Ja, schauen wir mal. Dazu kommen wir noch. Karawanentiere kommen rein. Okay, das sind so eine... Okay. Ich will mal schauen, was diese Herrschaften hier zu bieten haben. Bokräuble. Handeln wir mal. So, was können wir hier Gutes tun? Ja, dann lassen wir nochmal. Wir könnten so ein bisschen Cheese verkaufen. Nee, lassen wir mal. Hedgehog-Fleisch. Luchsfleisch. So viel Geld haben die gar nicht. Hummerfleisch. Hummerfleisch will ich eigentlich gar nicht haben. So. Das Tigerfleisch könnten wir loswerden. Ja, das haben die gar nicht. Sprit, Vitaminbauteile und so weiter. Wir machen es mal so. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Silber uns gekrallt. Und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, was machen die denn hier? So. Was wollte ich noch tun? Ich wollte... Hier ist nur noch einer. Einer.
7. 11. Ah, das ist ein Granitbrocken. Müssen wir denn Granit reinholen? Ja, 4 Stück könnte man nehmen. Nehmen wir mal die hier. So, weiter geht's. Tragen den Stuff auch mal weg. So. Ihr seht es, also es wird schon besser. Aber irgendwie klappt das hier mit den Brillen und so weiter nicht. Das werde ich nachher nochmal testen. Bald noch mal so Sachen rüber getragen. Wir haben hier auch angefangen weiter abzubauen, oder? Habe ich da was übersehen? Nee. Saphir. Wir müssen hier echt warten. Nur mal so ein bisschen Stahl reingeholt. Immer sortiert. Das verrottet hier auch nicht, aber wird jetzt auch nicht wesentlich mehr, um ehrlich zu sein. So, Stoffe. Hier werde ich mal eine Kopie bauen müssen. So, wir werden hier jetzt mal sagen, das ist ja Tabak. So, Medizin, ne, hatten wir gesagt. So sieht's aus. Alter, wie dreckig die das hier gemacht haben, ne? Eieieiei. Da kommt der Roboter auch nicht hinterher.
Uiuiui. Ah, Mensch. Wir ziehen jetzt hier weiter, glaube ich. Wird jetzt wohl dicht gemacht, der Boden. Ich werde jetzt noch mal einen aus Marmor hinbauen. Dann trennen wir das mal so ein bisschen auf. Wahnsinn, wie viel Marmor wir hier verbraten. Das muss alles gemacht werden. Einer muss Diamanten haben, einer muss Gold haben. Gold, Diamanten, Jade, Rubin. Ja, so. Was wird eigentlich hier gelagert? Dann machen wir mal Plastahl. Ich nehme hier mal Plastahl raus. Kann das hier nämlich mal weg. Nahrungsmitteltechnisch sieht es okay aus. Wird schon mal umdisponiert. Aber es sind echt, ihr seht es, riesen Baustellen. Also so einfach ist das nicht. Ja. Aber es wird Step by Step. Jetzt mal die, ja, halt die Kammer rein. Gold, Saphir, Rubin. Saphir, Rubin, Jade, Diamanten. Also, hier kommt ordentlich was hin.
So, ist jetzt wieder Nachtruhe. Wir wollen natürlich noch mal schauen. Wir können noch mal so 7 Brocken hier hinbringen. Das ist auch wichtig, damit das hier weitergehen kann. So, ich werde hier jetzt natürlich wieder elektrische Türen reinmachen. Oh Gott, bin ich müde anscheinend. So. Aber das werden wir hier schon hinkriegen. Ich kopiere das hier mal, die Einstellung, und füge sie mal hier ein. Vielleicht wird das ja dann... Ah, wurde schon weggeräumt. Sehr gut. Ja, im weiteren Verlauf werden wir das sehen. Sehr interessant. So. Es hilft nichts. Wir müssen da durch. Geraucht wird auch. So. Thronsaal ist unwürdig, wird gesagt, ja, weil die Türen fehlen. Irgendwie ist das zu weit entfernt, ich weiß. Händler, ein Handelsschiff. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die für uns haben. So. Wir hätten Neutramin für uns. Bauteile brauchen wir nicht mehr. Deckbauteile auch nicht. Glitzerwaldmedizin, Mokka-Soße. Ja, jo. Und so weiter. Haarstahl werde ich behalten. Gold. Ja, irgendwie. Irgendwie gefühlt nix, ne? Ich brauche von denen nichts. Das Moment mal. Ja, wie lassen sie sich nicht mehr vermehren? Die Hühnchen. Ich.
Hühner. Ja, wir müssen auch noch mal eine viel größere Käseproduktion aufbauen. Am besten so 10 so eine Dinger. Werden wir dann sehen. So, hier kommt jetzt Gold rein. Gold nehmen wir hier mal raus. Ich habe hier auch noch so allgemeine Lager. Ist hier sonst noch wo irgendwo? Nee, ne? Nee. Ich glaube, wir müssen noch einen bauen. Wir bauen schon noch einen. So Marmorblöcke sind schon gut Mangelware. So. So. Das sieht doch schon mal nach etwas aus, Leute. Mal gucken, ob ich hier die Zone davon erweitern kann, von Putzroboter 1. Nee, ist schon dabei. Schon dabei. Ich werde hier natürlich nochmal eine Fußmatte hinstellen. Wo das jetzt genau war, ist eine gute Frage. Hier, Fußabtreterrohr. 20 Stoff. Ja, dann hier hin, ne? So. Ups. Das kann abgebrochen werden. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man nicht hier... Man das einfach mal dahin. Ja, Leute, so langsam wird das was. Ich brauche noch mal eine Kopie. So, was bauen wir hier an? Mais brauchen wir noch nicht. Medical und Medizin machen wir. Medizin und Weed. Dann würde hier noch mal Tabak anstehen. Ich vergesse das immer, wie das ausschaut. Peerberry.
Tobacco Plant. Und wir sehen uns dann, ihr Lieben, in der nächsten Folge wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fari.